Willkommen zurück bei Star Citizen. Heute will ich mal einen Ausblick auf die 3.0 geben, beziehungsweise ein kleines Update, weil mein letztes Video dazu ist ja auch schon wieder ein bisschen her und in dem Video hieß es ja, dass das Release ungefähr Anfang Juli, was jetzt ist, rauskommen soll. Das Release-Datum hat sich mittlerweile auf den August verschoben und zwar liegt es aktuell, wenn man sich den Report so anschaut, zwischen dem 4. und 10. August. Ist aber möglicherweise kann es auch noch um ein, zwei Wochen nach hinten schieben. Das werden wir erleben. Man muss aber dazu sagen, es ist schon viel fertig. Da werde ich gleich mal drauf eingehen. Und außerdem ist es ja so, dass hinter Star Citizen kein Publisher steht, der jetzt sagt, da und dann muss es fertig sein. Sondern es ist ja die Community, die das ganze Ding bezahlt. Und das gibt der Firma halt auch die Freiheiten, das Ding so gut wie möglich durchzuziehen. Und deswegen freue ich mich immer noch auf die 3.0. Und dass sie dann schön hoffentlich funktioniert, ohne Abstürze und so weiter. Ist zwar immer noch eine Alpha, aber es ist trotzdem schön, wenn die einigermaßen stabil läuft. Gut, ich werde jetzt mal hier eine Vorschau öffnen. Und dann schauen wir mal, was jetzt alles schon so einigermaßen fertig ist. Und zwar haben die meisten Videos, die man bisher gesehen hat, in den ATV-Videos, die wöchentlich rauskommen, ist Levski. Also Levski wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der 3.0 zu sehen sein. Levski, die Landezone auf Delamar. Und zwar ist das ein großer Planetoid, auf dem man landen kann und den man erkunden kann. Und da gibt es die Levski-Landezone, die ja auch ziemlich umfangreich ist. Ja, zu dieser Levski-Landezone hat man schon einiges gesehen, wie hier im Video gezeigt wird. Was man hier auf Levski außerdem noch gesehen hat, ist, dass Hangars eingerichtet werden, beziehungsweise Hangar-Garagen-Kombinationen soll es geben, wo man Schiffe und Bodenfahrzeuge spawnen kann und die dann möglicherweise ineinander bringen kann, also die Bodenfahrzeuge in die Schiffe, damit man sie irgendwo anders hinfliegen kann. Aber man kann natürlich auch mit den Bodenfahrzeugen dann von Levski aus die Umgebung erkunden. Was man außerdem bei einer Begehung von Levski mal kurz gesehen hat, sind die Aquarien. Also es wird wahrscheinlich große Aquarien geben, um das schöner zu gestalten. Und wo wir gerade bei Levski sind, in Levski wurde auch fertiggestellt jetzt der Miles Eckhart, der Missionsgeber. Bei Miles Eckhart gibt es an Neuigkeiten, dass er praktisch erst freigeschalten wird, wenn man irgendwie andere Missionen fertiggestellt hat. Also man kann nicht gleich von Anfang an da reinhüpfen und zu dem laufen, sondern man muss erst irgendeine Mission erfüllen, um den dann freizuschalten sozusagen. Ich hoffe, dass das Missionssystem dahingehend persistent ist, nicht dass man jedes Mal, wenn man zu dem will, erst wieder 8 ICC-Missionen oder sowas machen muss. Der Miles Eckhart ist also fertig. Zu sagen bleibt, dass man von dem Ruto bisher weiter nichts gesehen hat. Könnte es sein, dass der Ruto geheim ist. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht ein Bainu, also ein Alien ist. Aber wir werden es erleben. Er war praktisch noch nicht zu sehen. Die drei Monde von Crusader wurden mittlerweile fertiggestellt. Selene, Daimar und Yela. Und sie haben eine andere Beleuchtung gekriegt, dass es in der Nacht darauf nicht so finster ist. Also dass man überhaupt die Hand vor Augen sieht. Normalerweise ist ja auf der Rückseite von so einem Mond schwarz. Allerdings kann Crusader natürlich auch Licht zurückwerfen, sodass es nicht ganz nachtschwarz ist. Für Yela ist letztens auf Twitter ein Bild aufgetaucht, was eine kleine Besonderheit enthält. Und zwar sieht man da eine Art Ringsystem wie beim Saturn um den Mond Yela. Wie realistisch das jetzt ist, dass so ein kleiner Mond so ein Ringsystem hat, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Und man wird sehen, ob das dann wirklich im Spiel drin ist, beziehungsweise wie sich das dann macht, da lang zu fliegen an dem Ring und dort zu landen. Dann die Oberflächenaußenposten sind auch schon fertiggestellt. Man sieht hier, die Beleuchtung ist fertig, die Wiese da so stehen und von denen aus kann man dann die Umgebung immer erkunden. Mal sehen, wie das alles funktioniert. So, was ist noch fertig? NPCs sind fertig geworden, die dann auf die Landezonen einigermaßen verteilt werden, die sich dann auch möglicherweise bewegen, weil bis jetzt sind ja in den Landezonen einfach nur NPCs rum, die einfach wie Schaufensterpuppen dastehen, auch nichts tun. Das wird sich dann möglicherweise ändern. Das Itemsystem 2.0, davon hat man ziemlich viel gesehen, das ist ziemlich fertig. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die Anpassung der größeren Schiffe, also wie der Freelancer zum Beispiel oder der Constellation. Also die Multi-Crew-Schiffe müssen praktisch noch da eingepflegt werden. Die Ein-Mann-Schiffe sind weitestgehend fertig. Das kann man auch nur so deuten, genaue Aussagen dazu gibt es natürlich nicht, was genau fertig ist, aber nur ungefähr. Also im Report steht, dass praktisch der Teil 1 von der Schiffsumsetzung fertig ist und der Teil 2 noch ansteht und zwar möglicherweise heute oder morgen fertig wird. Das rutscht manchmal eine Woche noch nach hinten, aber es ist quasi fertig.
Dann der Handel. Vom Handel hat man Folgendes gesehen. Man hat eine Konsole in Grimhex gesehen, wie der Handel nun, wie die Kisten bestellt und eingelagert werden. Und man hat gesehen, wie die Frachtkisten eingelagert werden können, in die Schiffe verteilt. Es gibt verschiedene Größen von Kisten, die dann reingestellt werden können. Oder man transportiert sie per Hand. Das Feature ist auch fertig. Dann soll in der 3.0 natürlich ein Tutorial hinzukommen, also ein Hilfetext, der ja, neuen Spielern zeigt, was man eigentlich machen soll, wenn man hier reinkommt. Für einige sicher recht nützlich, für Erfahrene vielleicht eher weniger. Möglicherweise ist es ja abschaltbar. Man wird es sehen. Von dem neuen Mobiglas hat man einige Bilder gesehen. Das ist quasi auch fast fertig. In diesem Mobiglas hat man auch gesehen, wie die Charakter-Customization, also die Charakteranpassung, funktionieren wird. Einmal im Startmenü und einmal möglicherweise auch Anziehsachen übers Mobiglas. Das Feature der Character Customization, also der Charakteranpassung, ist aber erstmal verschoben auf spät in den Juli hinein, weil erstmal alles andere halt fertig werden soll und dann diese Customisierung kommen wird. Zusätzlich soll es dann ausgesuchte Haarschnitte schon geben und Augenveränderungen, praktisch Augenfarben sollen reinkommen, wenn die 3.0 dann live geht. Ja, die abgestürzten Schiffe sind mittlerweile fertiggestellt worden, die man dann untersuchen werden kann, wie man hier so schön sieht. Also es wird eine schöne Erfahrung, da zu gucken, was es mit denen auf sich hat. Dann ist der Ursa Rover final fertig und die Dragonfly, also als Schiffe, als Bodenfahrzeuge. Was an denen noch nicht fertig ist, ist lediglich, dass sie aktuell noch nicht in die Schiffe reinpassen, also in die großen Schiffe wie die Freelancer oder der Constellation oder sowas. Da gibt es aktuell noch ein Problem mit der Physik. Wenn man sich erinnert, das war ja auch immer ein Problem, durch Frachtlugen im Weltraum einzusteigen. Da ist man öfters mal gestorben, wenn man das gemacht hat. Und ähnliche Probleme wird es sicherlich auch mit den Fahrzeugen da geben, aber das werden sie schon schaffen, das hinzukriegen. Die Cutlass Black ist abgeschlossen mittlerweile. Die ist überarbeitet worden und kommt ins fertige Spiel. Die Constellation Aquila ist auch fertig. Man hat allerdings noch kein richtiges Bildmaterial von ihr gesehen. Es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Die Prospector ist fertig. Wir sehen so ein bisschen Innenraum und von außen ist hier ein früher Stand. Die Tür ist noch an der falschen Stelle, wenn man genau hinguckt. Und in dieser Einstellung sieht man es aber schon im finalen Flug mit diesen Engine Trails, also mit Kondensstreifen. Zu der Prospector ist allerdings zu sagen, dass das Mining hat man immer noch nichts gehört. Also es bleibt fraglich, was da von Mining kommen wird. An neuen Schiff gab es letztens eine neue Vorstellung, und zwar die Nox. Das ist ein Motorrad, was plötzlich jetzt in den Sail gekommen ist, Konzeptsail. Aber es ist auch schon relativ weit. Man wird sehen, ob das in der 3.0 schon mit reinkommt oder erst in der Folgeversion. Aber es ist weitgehend fertiggestellt, dieses Rennmotorrad sozusagen. Ja, zu den Effekten. Der Wiedereintritt ist auch fertig. Also die Eintrittseffekte, das Glühen, wenn man die Atmosphäre betritt. Ja, und an den Partikeleffekten der Kondensstreifen haben sie viel gearbeitet und das ist jetzt auch fertiggestellt. Man hat hier gesehen, wie in der Atmosphäre die halt Kondensstreifen hinter sich herziehen. Es wird quasi so gemacht, es wird ein sogenannter Partikelemitter an die Triebwerke geheftet und da werden kleine Partikel ausgestoßen, die eine gewisse Lebensdauer haben, brauchen nicht mal eine Geschwindigkeit zu haben. Wenn die Geschwindigkeit 0 ist und es bewegt sich das Schiff fort, wäre es genau in der richtigen Geschwindigkeit sozusagen, weil ja der Rückstoß so funktioniert, dass das Schiff sich mit der Geschwindigkeit des austretenden Partikel nach vorn bewegt, also sich quasi abstößt von den ausgetretenen Partikeln. Nichtsdestotrotz in der Atmosphäre gibt es natürlich Verwirbelung und so. Das wird dann auch in diesen Partikeln ein bisschen dargestellt werden. Kondensstreifen waren ja schon zu sehen im Kickstarter-Video, und zwar bei einer frühen Version der Hornet. Allerdings wurden die dann erstmal wieder rausgenommen, weil die einfach zu prozessorlastig waren. Also sie wollten erstmal das Spiel so weit bringen, dass es überhaupt läuft, oder auf die ressourcenfressenden Sachen erstmal verzichten. Aber jetzt ist es gelungen, diese Engine Trails von der CPU auf die Grafikkarte auszulagern, und das macht das Ganze ein bisschen performanter wieder. Also man kann praktisch jetzt viele Partikel darstellen, ohne dass das Spiel in die Knie geht. Was wir dann sehen werden in der 3.0, wenn sie live geht, ob das alles flüssig läuft. Diese Kondensstreifen, man hört immer, dass sie eigentlich in der Atmosphäre gezogen werden, natürlich. In den Videos ist oft auch zu sehen, wie die im Weltraum entstehen. Möglicherweise haben wir dann immer permanent Kondensstreifen mit einer gewissen Lebensdauer, die hinter unserem Schiff herziehen. Aber das wird man wohl erst zum Release der 3.0 sehen. Ja, was in diesem Monat noch zu tun bleibt für Cloud Imperium Games, diese ganzen Elemente, die ich jetzt aufgezählt habe und mehr, zusammenzupacken in ein Spiel, ohne dass es abstürzt. Also ein bugfreies, gutes Miteinander kommunizieren der einzelnen Komponenten, dass es ein Spiel ergibt. Das
Hat in den letzten Wochen kleine Probleme bereitet, aber jetzt sind sie, glaube ich, auf einem guten Weg, das zu schaffen. Und wir schauen mal, ob wir im August eine spielfähige Version zu sehen bekommen. Dann wird es natürlich auch wieder vom Astronier hier einige Videos zu sehen geben von der neuen Version. Ich hoffe, dass sie bei mir läuft. Und bis dahin spiele ich halt erstmal andere Spiele oder so. Man kann ja im Sommer auch einiges unternehmen. Man braucht ja nicht vor dem Computer zu hocken. Also geht raus in die Natur, holt euch im Sonnenschein. Und wenn das Wetter schlechter wird, kann man dann Star Citizen 3.0 spielen. In diesem Sinne, bleibt dem Spiel gewogen. Ich bleibe es auch. Bis demnächst wieder bei Star Citizen oder in der Zwischenzeit anderen Spielen. Macht's erstmal gut, euer Astronier.